Oh, Alter, was geht ab, Leute? Wir nehmen schnell einen Scheinungsrate mit. Auf dem Weg zu. Angst vorm Dioxus natürlich. Oh, 480. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Shiny? Nee, leider nicht. Auf geht's zu Dioxus. Wir haben auch noch ein paar Siebener am Start. Mal schauen, ob wir endlich unser Shiny Regionales bekommen. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Oh mein Gott, Fantimus. So schlecht. Habt ihr schon ein Shiny Regionales? Nummer 2. Müssten 8 sein. Kangama, aber leider nicht Shiny. Von denen hatte ich jetzt auch schon eine Menge. Und Nummer 3. Alter, ich hasse Wonaga inzwischen. So schlimm ist Wonaga. Nummer 4. Tauros! 100, gib ihn mir! 1460 ist nicht 100, das ist viel zu glatt. Unser erstes Tauros, nicht shiny, nicht 100. Zu leidend, Leute, zu leidend. Oh mein Gott, Pantimos. Pantimos ist so... Kein Kommentar. Oh, fluff, fluff. Und das letzte wahrscheinlich. Aber ich verzähle mich immer. Kann sein, dass danach noch einer kommt. Oh, Alola Vulpix, nicht shiny. Und nicht 100. Ja, ich habe mich wieder mal verzählt. Einen haben wir noch. Magpie! Oh Mann. Wieder mal enttäuschende Ausbeute. Ich mach schnell die Arena hier platt und dann lade ich meine Eier neu auf. Und dann machen wir den da hinten. Wie lange haben wir noch? 39 Minuten. Müsste machbar sein. So, schauen wir mal. Unser erster Versuch heute. Jetzt, down. Und 47. Verdrehe die Zahlen und wir haben es, aber leider nicht so. 27, oh, hat mich geblendet, oh mein Gott. Trotzdem, verdrehe die Zahlen und wir hätten einen 98er, aber so. Wir brüten unsere letzten 7er für heute, Leute. Was perfekt ist, weil dann stören die nicht auf der Raid Tour. Raid Tour ist schon mal sehr kompliziert. So viele Absagen, so viele hin und her. Ich schließe mich jetzt der normalen Gruppe so wie immer an. Problem ist halt, die starten da, wo ich schon viele Goldarien habe. Das heißt für mich, ich setze eine Menge aus. Aber passiert leider. Die Hux ist... Ach, 77, schade. Relativ hoch, aber nicht hoch genug. So. Im Hintergrund schöne Violine. Oh, gib mir 100 da. Gib mir 100er. Puh. 98? We take that. We take those. Oh Mann. Das war knapp. Alter, 100er Klingplim. Das wäre so ein saftiges Highlight gewesen. Junge, das wäre saftig gewesen. Aber so. Pogenta, okay. Ah, Mann, so knapp. Das wäre echt zu heftig gewesen. Fluffeluff. Guck mal. Muss ich schnell hier reinsetzen. Stami. Ja, nächstes Ei. Oh Mann, ey. Wieso nicht 100? Das wäre zu... Oh, Mantax. Oder Mantyrps. Hm. Ziemlich schlecht eigentlich, abgesehen vom Kling-Klim. Und... Oh. Zugel, nicht shiny. Letztes Ei. Gib mir. Gib mir. Irgendwas.
Schade. Nein, nicht pushen. Das war's. 98er Klimklim, Highlight, Leute. Bisschen traurig, aber naja. Auf geht's, Raiden. So, Raid-Stunde fängt gleich an. Ich lasse die ersten drei Raids aus, weil ich habe die Arena schon auf Gold. Aber Glückstausch, wieder mit dem Kollegen Felix. Zweimal relativ schnell hintereinander. Er will nochmal einen Sichler haben. Haben wir zum Glück noch ein paar über. Gehen wir mal das Schwächste. Oh, Berlin. Das war eine gute Zeit. Jetzt hat er schon beide aus Berlin bekommen. Ah, naja. Brauchen wir. 892. Merkt euch das, Leute. Und das Teil heißt Hafner. Aber okay. Naja. Nicht so toll, aber für die Sammlung. Geht los für uns. Jetzt geht's ab. Und ist sogar angeswommen. Genau die Form, die wir brauchen. Plus Arena-Punkte. Der geht jetzt. Alter, es sind so viele Leute am Start. Und das für Deoxys. Es geht schon ab hier. Die machen ernst hier. So. Ach, für den Sportcheck. Keine Werbung hier. Ernsthaft? 13 irgendwas. Die sind alle so schlecht. 13,90. Ich kann eigentlich direkt wieder fliehen. Ich nehme an, viele haben die X-Rays nicht genutzt und suchen jetzt noch ihre Formen. Der kann uns eigentlich egal sein. Es sei denn, wir ziehen auf einmal einen 100er. Ich kenne nicht mal die Werte für den. Dann habe ich aber meinen 98er umsonst gemaxt. Ist auf jeden Fall keiner. Das weiß ich. Oder doch? Wer weiß. Letzte Raid, Leute. Auf die letzte Minute noch reingekommen. Ich habe mich von der Gruppe gelöst, bin nochmal hier zurück und habe oder mache jetzt einen Angus vom Deoxys, weil Angus vom Deoxys und ich brauche die Arena-Punkte hier noch. Ja. Ausbeute-Tour war ganz okay. 5 Raids gemacht, mit dem hier 6. Gute Arena, die ich gebraucht hatte. Ein 96er Initiativform. Ansonsten alle gefangen. Der ist ja relativ leicht zu fangen. Super easy. Keine Bären einfach werfen und der bleibt drin. Ansonsten, letzte Raid hier und dann packen wir es heim. Vielleicht kommt noch ein Highlight. 100er, 98er, 96er. Ansonsten ist das Kling Plim 98 das Highlight von heute. So. Schauen wir mal. Gib ihn mir. Oh Mann! Was für ein Tag! Alter, war da viel los! Ich würde sogar sagen, mehr als bei Steiniger Quasar. Okay, der Quasar war einen Monat da und Jox ist halt nur eine Woche. Aber es war echt abnormal viel los. Ich denke, viele haben die X-Rays verpasst. Ich meine, X-Rays sind immer zu schlechten Zeiten. Und haben jetzt wahrscheinlich versucht, irgendwelche Formen
die noch fehlen im Pokédex, zu ergattern oder so wie ich, irgendeine Form noch in gut zu bekommen. Angels vom Deoxys. Wir haben immer noch keinen guten, aber wir haben noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. 5 Tage haben wir noch Zeit. Ich hoffe, wir schaffen es. Und ein Shiny Regionales haben wir auch noch nicht. Die Chance scheint gar nicht so schlecht zu sein. 1:50 ist die Chance, aber nur, wenn du halt auch ein Regionales bekommst. Die Chance musst du dann nochmal dazu addieren, zu der Chance, dass du ein, oder multiplizieren, zu der Chance, dass du erstmal ein Regionales von den ganzen verschiedenen Möglichkeiten aus dem Ei bekommst. Und falls du dann ein Regionales bekommst, dann ist die Chance 1:50 ungefähr. Aber das mit den Eiern, das geht zum Glück 2 Wochen, also da haben wir noch ein bisschen länger Zeit als Angels vom Deoxys. Ich gehe jetzt raus, noch mehr Angels vom Deoxys jagen und noch mehr brüten. Euch noch viel Glück, viel Erfolg mit Deoxys und den Shiny Regionalen. Das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie eure Rage-Stunde so war. Habt ihr die mitgemacht? War viel los, so wie bei mir? Oder war gar nichts los? Schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.